Hallo, hier ist Exlob von der Isle of Hope Corporation, kurz IHOPE, und ich möchte euch in diesem Video mal zeigen, wie ihr eure Thrustmaster Sticks, eure 16.000er, wenn ihr zwei Stück benutzt als Dual Sticks, wie ihr die vernünftig mit der Target Software verwenden könnt in Star Citizen, sodass die vernünftig funktionieren und ihr tatsächlich auch von allen Vorteilen der Target Software profitieren könnt, wie die wirklich besser und komfortabler einzustellenden Sensitivity Curves, Dead Zones, aber vor allem eben auch sogenannte Modifier-Buttons, mit denen ihr eben alle anderen Buttons auf euren Joysticks doppelt bzw. sogar dreifach belegen könnt. Und der Grund, warum das nicht funktioniert oder bei vielen Leuten nicht funktioniert, ist nicht Star Citizen und auch nicht die Sticks und es ist auch nicht die Target-Software, jedenfalls nicht direkt. Ich will euch jetzt erstmal kurz das Problem demonstrieren, und zwar wenn ihr die Target-Software geöffnet habt und ihr habt euer Profil angelegt und ihr seid der Meinung, ihr habt eure Buttons alle schön konfiguriert und eingestellt und programmiert, so wie ihr das haben wollt. Und dann geht ihr hier in die Optionen von Star Citizen und möchtet hier unter Joystick Hotas jetzt dann eben auch die Achsen binden, weil die Achsen müsst ihr ja auf jeden Fall hier einstellen. Und ihr geht zu Flight Movement und dann mal auf Pitch zur Demonstration und zieht jetzt hier am rechten Stick. Jetzt hat es funktioniert. Dann nimmt er jetzt hier die Y-Achse, was auch richtig ist. Bei manchen passiert es auch schon, dass es überhaupt nicht reagiert. Wenn wir jetzt allerdings diesen Fall haben, dass er hier die Y-Achse schon erkannt hat und versuchen jetzt auf dem linken Stick auf derselben Rauf-Runter-Bewegung Strafe Forward Backward zu legen, dann seht ihr, dass er hier ebenfalls die Y-Achse versucht zuzuweisen. Und das ist natürlich ein Problem, weil das bedeutet, dass Star Citizen das jetzt im Augenblick gerade so interpretiert, als wären der rechte und der linke Stick einer. Also die Y-Achse vom rechten Stick und die Y-Achse vom linken Stick wird nicht unabhängig voneinander interpretiert. Der Grund dafür ist, dass wenn dieses Profil läuft und ihr die Grundeinstellungen, die Standardeinstellungen am Anfang von Target übernommen habt und denen vertraut habt, dann ist das Problem, das sehen wir jetzt hier unten, dass wenn ich den rechten Stick bewege, sich die X- und die Y-Achse bewegt. Wenn ich den linken Stick bewege, tut sie das aber auch. Und das darf natürlich nicht sein. Diese Achsen, die müssen getrennt voneinander angesprochen werden. Und der Grund, warum das nicht funktioniert, den zeige ich euch jetzt. Das ist total einfach. Ich mache das jetzt einfach mal mit euch gemeinsam. Wir gehen jetzt einfach hier mal auf eine neue Konfiguration. Ich nenne die jetzt mal Tutorial. Type Advanced. Okay. Jetzt werden wir aufgefordert, die Sticks auszuwählen, beziehungsweise die Komponenten auszuwählen, die angeschlossen sind. In unserem Fall sind es hier die zwei T16.000er Sticks, einen für rechts, einen für links. Jetzt auf Next. Und jetzt ist genau der Knackpunkt, der uns das versaut, in Anführungsstrichen. Und zwar, hier ist der rechte Stick und hier ist der linke Stick. Und hier sind die Achsen und das, was den Achsen jeweils zugewiesen ist. Und wenn man jetzt denkt und Vertrauen hat in diese Target-Software, denkt man sich vielleicht, oh ja, ich habe gerade eben zwei Joysticks ausgewählt. Target weiß ja, ich habe zwei Sticks, es weiß auch, einer ist rechts, einer ist links, es wird schon alles richtig sein. Das ist es aber nicht. Denn wenn wir jetzt hier hingucken, dann sehen wir, dass die Achsen für X, Y, das ist Z und das ist Throttle, beim rechten Stick genau identisch sind mit dem linken Stick. Das ist auch die X, X, Y, Y. Z-Rotation, Z-Rotation, Slider, Slider. Und das ist genau das Problem, nämlich dass der linke Stick genau dieselben Achsen benutzt wie der rechte. Und das zu umgehen ist ganz einfach, denn es gibt, wie ihr seht, genug Achsen. Was ich jetzt einfach mache ist, um die X-Achse von dem linken vom rechten zu trennen, lasse ich das hier auf dem rechten einfach wie es ist, auf der X-Achse, und stelle hier unten die X-Rotation ein, die ist nämlich noch nirgendwo benutzt. Statt der Y-Achse die Y-Rotation, auch die ist noch nicht benutzt. Statt der Z-Rotation, die hier schon auch eingestellt ist, nehme ich einfach die normale Z-Achse und statt der Slider-Achse hier unten die Throttle-Achse. Und das ist jetzt schon der erste Trick. Ich zeige euch das gerade hier nochmal. Ich mache einfach nochmal diese Konfiguration hier
einfach mal abfahren, gehe nochmal hier in die Einstellungen und hier, wenn ihr jetzt seht, ich bewege jetzt den rechten Stick. Das ist die X- und die Y-Achse. Jetzt bewege ich den linken Stick und ihr seht, die X- und Y-Achse bewegt sich nicht mehr, sondern die X- und Y-Rotation. Und das heißt, dass die vier Achsen jetzt voneinander getrennt sind. Also, Mission erfüllt. Das nächste Problem ist allerdings, und das zeige ich euch jetzt auch, dass die Buttons, ich drücke jetzt mal Button 1, Button 2, Button 3, Button 4 auf dem rechten Stick. Ne? Wenn ich das jetzt auf dem linken Stick mache, oh, dann sind das die gleichen Buttons. Also wir haben bei den Buttons das gleiche Problem wie bei den Achsen, nämlich dass der rechte Stick die ersten 16 Tasten belegt, der linke Stick aber dieselben 16 Tasten haben will. Und auch die müssen wir jetzt voneinander trennen. Das ist auch ganz einfach. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Müssen wir nochmal das Profil stoppen. Ich gehe nochmal zurück. Also hier haben wir die Achsen eingestellt. Wenn wir jetzt hier auf Next klicken, kommen wir in den Bereich, in dem die Tasten programmiert werden. Hier unten links in der Ecke ist so ein Slider, mit dem wir zwischen den Geräten hin und her stellen können. Das ist der rechte Stick, das ist der linke Stick. Und wie gesagt, der linke Stick benutzt die gleichen ersten 16 Buttons, die der rechte benutzt. Und um dafür zu sorgen, dass er von 17 an weiter durchzählt und wir dann wirklich 32 Buttons haben, müssen wir eigentlich nur Folgendes tun. Wir wählen jetzt hier in der Liste einfach mal den Trigger vorne, also den ersten Button aus. Ich nenne den jetzt einfach mal 17, denn es wäre jetzt der 17. Button. Und unter Key Command gehen wir jetzt mal hier auf diese Schaltfläche. Und hier unten sind die DirectX Game Buttons. Und da wählen wir jetzt die Nummer 17 aus und drücken hier unten auf Save Key Command. Ich gehe jetzt hier nochmal auf Hold. Hier ist die Standardeinstellung Puls, was ich auch Quatsch finde. Denn Puls bedeutet, du drückst den Trigger einmal und hältst ihn, aber trotzdem würde jetzt zum Beispiel, wenn da Feuergruppe 1 drauf wäre, die Waffe nur einmal feuern. Und dann erst wieder, wenn du die Taste loslässt und wieder drückst. Und Hold ist halt wirklich das Event aktiv, solange der Button gedrückt ist. Und ich finde, das sollte eigentlich auch die Standardeinstellung sein. Ich adde jetzt den mal. Jetzt gehen wir auf den zweiten Button und den nehme ich jetzt die Nummer 18. Wähle hier wieder DirectX Game Button 18 aus, speichern, Add Event. Und das machen wir jetzt bis zur 32 durch. Für Demonstrationszwecke reicht das jetzt allerdings schon, denn wenn ich jetzt wieder die Konfiguration starte und mir hier wieder diese Eigenschaften hole, dann ist es jetzt schon so, dass wenn ich den rechten Trigger drücke, dann ist das die 1. Wenn ich den linken Trigger drücke, dann ist das die 17. Wenn ich den rechten Button 2 drücke, ist das der Button 2. Wenn ich den linken Button 2 drücke, ist der jetzt die 18. Und ihr seht, ich habe vergessen, ihn auf Hold zu stellen. Dieses kurze Blinken, das passiert, wenn er auf Puls steht. Ist aber auch einfach zu korrigieren. Ihr geht einfach zum Beispiel hier auf dieses Event Nummer 18, stellt hier auf Hold, speichert das und wenn ihr jetzt hin und her springt, hat er sich das Hold gemerkt. So, an der Stelle ist wichtig anzumerken, dass damit wirklich überhaupt keine Konflikte mehr passieren, ihr wirklich alle Sticks, Quatsch, alle Buttons, entschuldigt, alle Buttons vom linken Stick, also die 17 bis zur 32, durchgeht. Also diese Buttons. 1, 2, 3, 4, dann B5 bis B16, das sind die unten an der Platte. Wenn wir jetzt dieses Profil hier ausführen und dann rübergehen in Star Citizen, dann gehen wir wieder hier rüber zu unserem Joystick, dass wir jetzt die Y-Achse hier einstellen können. Und wenn wir jetzt zum Beispiel zu Straight Forward Backward gehen und benutzen auch diese gleiche Achse auf dem linken Stick, dann seht ihr, dass er jetzt nicht mehr die Y-Achse benutzt, sondern die Y-Rotation. Und dann seid ihr auch schon fertig, denn die Achsen,
Die müsst ihr natürlich in Star Citizen zuweisen. Allerdings die Buttons und die Heads, die müsst ihr unbedingt in der Target-Software programmieren, aus zwei Gründen. Erstens, wirklich ein Muss sind die Heads, denn die funktionieren in Star Citizen standardmäßig überhaupt nicht. Die müsst ihr in der Target-Software konfigurieren, damit die funktionieren. Und der zweite Grund ist, wie ja schon erwähnt, könnt ihr jeden Button mehr als einmal belegen über Ebenen. Wie das genau funktioniert, würde ich allerdings im Detail nochmal in einem weiteren Video erklären. Jetzt allerdings ganz fix nochmal zu den Heads. Ich demonstriere das jetzt mal hier auf dem rechten Stick mit Head 1 nach rechts drücken. Da würde ich jetzt zum Beispiel einfach mal Feinde durchschalten, drauflegen. Das ist die Taste H. Hold. Add Event. Und jetzt ist hier das so belegt. Das heißt, jetzt Head nach rechts drücken und ihr fangt an, die Feinde durchzuschalten. Und einen wichtigen Hinweis hätte ich jetzt noch für den linken Stick, für die, die es vielleicht jetzt noch verwirrt. Man könnte ja denken, dass auf dem linken Stick jetzt alles schon belegt ist, denn wir haben ja zum Beispiel auf Button 2 jetzt schon das Event Nummer 18 gelegt, das DirectX Event 18, damit der Button 2 nicht auch der Button 2 sein will, so wie der rechte Stick, sondern dass das ein eigener Button ist mit Button 18. Allerdings ist es so, wenn ihr diese Konfiguration jetzt hier ausführt, dann wird ein virtueller Joystick erstellt. Und dann werden diese Buttons in der Reihenfolge, wie es hier ist, zugewiesen. Das heißt, wichtig ist einfach nur, dass die 18 das erste Event ist. Und wenn wir jetzt aber auf diesen Button zum Beispiel auch noch den Nachbrenner drauflegen wollen, das ist die Taste Shift, und fügen dieses Event hinzu, dann kommt das hier hinten dran. Und wichtig ist einfach nur, dass es hinter der 18 ist, damit beim Ausführen der Konfiguration erstmal klar definiert wird, das hier ist der DirectX Game Button Nummer 18 und der macht aber außerdem Shift. Und dann könnt ihr die ganz normal so zuweisen wie alle anderen Buttons auf dem rechten Stick auch. Ich hoffe sehr, dass dieses Video euch weiterhilft. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schaut einfach mal in die Beschreibung hier von dem Video und klickt da auf unseren Discord-Einladungslink. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und hoffe, ich sehe euch im Verse.